So, und damit, ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen und weiteren Folge hier bei Let's Play South Park, The Fractured Butthole. Wir sind nach einer sehr langen, stark durchzechten Nacht wieder bei uns im Zimmer. Haben schon einen kleinen Blick in den Flur geworfen, aber ich dachte mir, ja, das heben wir uns für diese Folge auf. Ich habe noch überlegt, wir hatten theoretisch. Nee, irgendwas hat man noch bekommen gehabt. Ja, hier, genau, einmal. Necronomicon, das heilige Buch, das von Schubs-Anhängern für ihre Rituale verwendet wird, kann niedere Dämonen beherrschen und erzielt bei Goths auf eBay einen ordentlichen Preis. Ja, Muskeln hier in Mumm, Gesundheit geht sehr gut hoch. Und ich meine, die Verkrafterung geht hoch, Rückschuss-Kombo, ja, komm. Wir wagen es mal. Und hier haben wir nichts weiteres. Hier wird theoretisch das da. Es macht keinen Unterschied, außer dass unsere Macht hochgeht. Also, ich habe das schon verwendet. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Hier hätten wir das hier. Das sind nur negative Effekte. Hier selbes Spiel. Hier auch selbe Spiel und hier auch. Und wir haben neuen DNA-Strang und menschliche Stärke. Eine Kreuzung von Mensch und äußeren Göttern hat auch seine Vorteile. Wenn sich der genetische Code von Chup-Niggurath mit deinem verbindet, erhöhen sich alle drei Kraftwerte. Also sprich, wir werden 25% besser hier. Hier bleibt. Warte, wir haben jetzt gerade den da. Und Gesundheit geht höher. Bewegung bleibt gleich. Mumm, Hirn bleibt gleich. Muskeln gehen aber hoch. Ja, kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Wir haben zwar nichts, was auf Muskeln geht, aber sieht trotzdem gut aus. alles klar. So, Missionsgegenstände. Du weißt dich als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit aus, wenn du im Kampf auf eine Mikroaggression triffst, wird PC Principle für die Strafe sorgen. Ja, hier haben wir noch einen. Öffnen Kriminaltechnik-Tür, Kriminaltechnik-Schrank. Achso, das haben wir schon alles verwendet, klar. Makaronis sollten wir noch kriegen, das wäre nicht schlecht. Wir haben noch drei Drogenfläschchen. Zwei davon teleportiert hier auf ein gewähltes Feld. Das haben wir jetzt noch nie verwendet. Mal schauen, vielleicht verwenden wir das ja. Aber wir wollen hier nicht so lange schnacken, sondern endlich mal loslegen. Und es ist einfach alles blutig. Ich ahne etwas, aber schauen wir erstmal nach. Hallo? Oh, wir kommen hier mal rein. Okay. Broschüre, willkommen im South Park. Das haben wir schon gelootet. Okay. Moment. Okay. Ich dachte, da können wir auch was mitmachen. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt hier runtergehen. Wir können natürlich den Und Blutspruch. Jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Ein Angriff auf das South Park Polizeirevier hat die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Häftlinge entkamen und Polizisten liegen im Krankenhaus. Ein Mitglied der Handelskammer hat die Nase voll und kandidiert nun für das Amt des Bürgermeisters. Die Bürger von South Park sollten sich sicher fühlen. Sicher vor Selbstjustizlern, die Leuten ins Gesicht furzen. Gemeinsam können wir uns von diesem Analterrorismus befreien. Mein Name ist Mitch Connor. Und das ist meine Botschaft. Okay. Ja, wir können theoretisch raus, aber jetzt sagen wir folgende Blutspur. Okay, die geht in die Küche. Ach, du Scheiße. Was ist hier passiert? Also, hier liegt ja auch keiner was. Also,
Was kann der so blutig machen? Ich meine, ist hier jemand explodiert oder was? Okay, der liegen hier keine rum. Es hat jemand mit sehr viel Farbe rumgesprüht, aber ich glaube nicht, dass es nur Farbe ist. Gehen wir mal raus, vielleicht bringt das uns mehr. Okay. Hast du manchmal das Gefühl, dass du nicht weißt, was du tun sollst? Dass dir jegliche Orientierung fehlt und du keine Ahnung hast, was los ist? Mein Kind, du hast leider auf die falsche Weise versucht, zu dir zu finden. Deine sexuelle Identität oder deine Ethnie zu kennen, das ist nichts im Vergleich dazu, sich spirituell zu kennen. Geh zu Stark's Pond, mein Kind. Da wartet jemand auf dich, der dir helfen wird, zu deinem wahren Ich zu finden. Triff deinen geistlichen Führer bei Stark's Pond. Okay, also ich gehe mal davon aus. Stimmt, wir haben hier noch so Ninjas. Ja, okay, dann können wir noch irgendwas Ethnisches sehen. Alle Freedom Pals auf der Stelle zur Basis! Wiederhole, alle Freedom Pals zur Basis! Okay. Also, Ruf der Freiheit. Moment mal, jetzt müssen wir mal schauen. Hier, das ist die richtige. Und Missionsliste. BGL, ja, irgendeine Katze finden, wo auch immer die ist. Wir können mal noch versuchen, jetzt zur Polizeiwache zu gehen. Das wäre interessant. Da muss ich noch irgendeine Katze finden. Ja, okay, wow, das bringt mir viel. Und das hier. Und ansonsten, wir haben noch ein DLC, was wir spielen können. Ich weiß halt jetzt nicht, wie weit wir schon in der Hauptmission sind. Ich meine, wir machen natürlich erstmal die Nebenmission. Stark's Pond ist hier. Polizeiwache ist hier oben. Wo ist denn die nächste Schnellreisestation? Ist wahrscheinlich zu Fuß fast am schnellsten, oder? Ah. Wo ist die nächste? Hier bei der Kirche, nehmen wir die. Ja, nein. Was ist mit dir los? Okay. Weil dann... Ich bin der Schnellste in der Stadt. Genau. Weil dann können wir hier das vielleicht... Ich weiß nicht, ob es geht. Das haben wir jetzt schon, glaube ich, dreimal versucht gehabt. Aber nachdem wir jetzt das Polizeirevier ein bisschen fachmännisch aufgeräumt haben, könnte es möglich sein, dass wir da hinkommen. Ach, die Krebsmenschen haben wir auch noch. Gott, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles schon als Gegner haben. Wir haben Ninjas als Gegner. Natürlich die Sechsklässler. Die Crab People, also die Krebsmenschen. Dann die Mädels und... Polizisten, glaube ich, jetzt gerade noch zur Zeit. Was bist du denn? Ein kleiner Liberace? Geh schon durch. Danke. Das sieht doch jetzt mal besser aus. Hm? Na, alles fit? Gut gemacht. Du bist offiziell das erste schwarze Mitglied unseres erlesenen Teams. Fühlt sich toll an, oder? Ja. Na. Wie wär's damit? Du tust, was wir sagen und wir erschießen dich nicht, okay? Oh, warum sind eure Kameras kaputt? Ist sowas passiert? So. Hallo, da ist ja mein kleiner Held. Hast du alle meine Fotos aufgehängt? Willst du den Satz nicht fertig reden? Noch nichts gehört, aber es bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis diese Schauspielagenten anrufen. Hier, ich wollte dir ja zeigen, was in meiner untersten Schublade ist. Also hier. Idol des unanständigen Begrabschens. Fanatische Visage. Toll. Hat sich ja richtig gelohnt. Ey, 30. Wow, mit viel Kohle. Mach lieber ein Selfie mit mir, bevor ich zu berühmt bin. Mr. Adams. Toll. Gut getroffen. Mach ein Hochglanzbild draus, dann kriegst du ein Autogramm. Gott sei Dank haben wir das jetzt mal abgeschlossen. Komisch, warum kommen wir hier nicht lang?
Ich denke, hier gibt es sonst nichts mehr. Nee. Wiederbelebungsserum. Ja. Komm. Komm mal ein bisschen rein. Vielleicht brauchen wir es ja. Was erleben, heilen. So. Nochmal ein bisschen was gekauft. So, sehr schön. Dämonenkiller? Moin. Jetzt haben wir die Fotos aufgehängt und endlich das abgeschlossen. Oh Gott, das haben wir ewig lang mit uns rumgeschleppt. So, das ist schon mal weg. Berührt den Himmel. Also, Hauptmission ist Stärke 700. Wir haben 750. Ja, okay. Ich glaube, da sollte ich mir keine Sorgen machen, dass wir das packen könnten oder nicht. Ich meine, Schub-Nigorat war jetzt auch nicht so mega anstrengend, muss ich sagen. Beug dich vor der Macht von T-Mobile, Unwürdiger! Mach ich. Nein, ich will das nicht benutzen. Ich gehe jetzt zu Starkpond. Ich hoffe, ich laufe richtig hin. Und dann reden wir mal mit dem Facher. Weil der meint ja, dass wir nicht nur unser Geschlecht kennen müssen, sondern auch unsere geistliche Gesinnung. So, diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superheldenteam. Schnauze. Du fängst dir gleich eine! Ja, komm her. Komm her. Komm her. Sag mal, Spitz! Du fängst dir gleich! Rück mir nichts um! Hey! Diese neuen Freedom Pearls klingen Schnauze. Wie ein... Hoppala! Vorsicht! Vorsicht, Alter. Ich hau dir gleich noch aus. Du hast nichts zu verlieren, Kunde! Bis auf schlechte Empfangsqualität! Wir versklaven dich ein andermal, Kunde! Morgen zum Beispiel! Probier's doch. So. Wo ist er denn? Der müsste doch hier irgendwo sitzen. Ich meine, der ist auf der anderen Seite vom See gewesen. Psst! Psst! Hey, hier drüben! Ist nicht hier, oder? Ach ja. Ich bin mir sicher, dass du dem muss. Ja. Psst. Psst. Hey, hier drüben. Oh! Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du von den Super Best Friends gehört? Ich bin's. Seemann. Seaman. Ein mächtiger Superheld mit der Fähigkeit, mit Fischen zu sprechen und zu schwimmen. Es ist Samen. Ich bin Seemann. Es ist mein Job, allen Meereskreaturen zu helfen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Geschützt von Samen. Hinunter dahin, wo der kleine, schwule Fisch lebt. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr mir mal wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Und so half der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Ich Säulen? Das ist ja was, was ich richtig gut kann. Das ist das allergrößte aller Zeiten. Der Controller vibriert bei jedem Furz. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Aber wenigstens. Mama, deine Himmelfahrt ist das größte Kunstwerk, das ich je geschaffen habe. Oh
Oh, nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Junge. Sowas je gesehen. Oh, fuck. Am Ende wurde es echt heftig. Ja, gespeichert. So Alter, Scheiße. Der Mama des Als kommt wieder das. Auf Regenbogen ein fünf Herzen. Mann. Ich hatte es heißt Seemann, verdammt. Ich hatte so einen guten Lauf. Pass nur auf die Säulen auf. Ich hatte so einen guten Lauf. Und dann ist auf einmal alles schief gegangen, weil er zu schnell wurde. Hier geht fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen. Wahnsinn. Aber die Mama des schwulen Fischs bog falsch ab und landete im Limbus. Aber je näher... Und so half der Sidekick von Samen der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen ich lieb zu das. Es heißt Seemann, verdammt! Ganz ehrlich, ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Willst du noch mehr Herzen? Ich meine, das ist scheißegal. Also theoretisch kann ich wahrscheinlich... Wahrscheinlich gibt es hier mehr Herzen. Als, aber je näher kann. Sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Ja, Mama. Ich streue mich nicht mehr an, keine Sorge. Wir nehmen alles mit, was geht. Boah. Nicht so schnell. Dann komme ich schneller in den Himmel, Schatz. Funktioniert nicht so gut. Ach, die Dinger bewegen sich, deswegen hat das nicht funktioniert. Ja, das erklärt einiges. Die Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Zazul. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Was? Deine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Ich nehme jeden mit. Wie aufregend. Ja, wie soll ich dem denn ausweichen, gleichzeitig den Säulen ausweichen? Okay. Hab's geschafft! Vielen Dank für deine Hilfe, Baby! Ich liebe dich, Mama! Dann bis ganz bald, Baby! Ja, bis bald, Mama! Halt, was zum Teufel soll das heißen? Mama? Moment mal, was ist das? Oh, das ist Jesus. Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, ja, stimmt. Na, egal. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch... Tatest du's? Klar musste es mir helfen, ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation! Ich spüre, dass du auf der Suche nach deiner Spiritualität bist, mein Kind. Erlaub mir, dir zu helfen. In jeder Religion gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen! Rechtschaffen? Neutral. Chaotisch. Chaotisch würde passen. Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Also neutral sind wir nicht. Chaotisch. Rechtschaffen. Ja, wir wollen eigentlich. Wir setzen es eigentlich schon für das Gute ein. Chaotisch. Rechtschaffen. Chaotisch. Also chaotisch oder rechtschaffen? Eins von beiden. Chaotisch. 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 Rechtschaffen. Chaotisch. Oh, ich bin mir gerade echt nicht sicher, was ich davon nehmen soll. Eins von beiden auf jeden Fall. Chaotisch. Ich nehme chaotisch. Agnostiker. Oh Gott. Atheist. Buddhist. Christ. Nee. Hindu. Nee. Jude. Nee. Mormone. Nee. Moslem. Auch nicht. Orthodoxer Jude. Auch nicht. Quäker. Ich guck mal, was Quäker ist. Rastafari. Mm-mm. Satanist. Interessant, aber nein. Scientologe. Sikh. Taoist. Unitarier. Wicca. Wicca würde zu unseren Fähigkeiten passen, wobei der würde auch Satanist passen, ne? Orthodoxer Jude. Moslem. Jude. Also ich bin ehrlich, ich möchte mich jetzt hier nicht als... Agnostiker. Atheist. Agnostiker. Irgendwas Atheist. Kennen. Buddhist. Hindu. Dann bin ich Atheist. Buddhist. Atheist. Okay, du bist ein chaotischer Atheist. Ja. Oh, warte. Du willst sicher ein Selfie mit Jesus, oder? Oh, kann man machen. Jesus auf Instagram, Coolstagram. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Ein sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner chaotischer Atheist. Oh nein. Schau, schau, schau. Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Geschlecht in Frage stellend.
Skoliosexuell. Pazifische Insulaner-Person. Punjabi-Person. Chaotisch. Atheistisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Schon wieder. Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Ach komm, ihr wisst doch, dass ihr nicht gewinnt. Willkommen in Amerika, ihr Gesindel. Und jetzt verschwindet wieder. Mein Rock. Auf die Fresse. Ah, du bist Scharfschütze. Da gucken wir mal, dass du schnell nichts mehr zum Scharfschützen hast. Der Furz hatte es so richtig in sich. Gut. So. Gut, einer weniger. Wir haben überhaupt keine Chance. Ich bin dran. Ja, also inzwischen... können die mir nur noch so viel anhaben. Ja. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. War Mysterion, hau immer noch richtig schön auf die Fresse. Also ich halte die andere Wange nicht hin. Musst du auch nicht. Pegapaus, du diskriminierst meine Weltanschauung. Ich muss dich zum Hetero prügeln. Ja. Wir stehen hier in der Gegend nicht so auf andere Ansichten. Ja, das merkt man. Ich verlass mich auf dich. Einer weniger. Die packen wir easy. Ja, die packen wir echt easy. Sorry, aber kann ich nicht mehr ernst nehmen. Sanktion, aber mit Inklusion. Ich glaube, ich bin so High-Level schon. Habe ich mich irgendwie schon zu... Also bin ich schon zu stark? Jo. Hinterwelt, da wurde Musik, war jetzt nicht so schwer. Ach ja, ich liebe das. Immer wenn ich aufnehme, kommen Baustellengeräusche. Scheiße, ich würde nicht jünger, weil du weißt, so ein Riesenwert, bla, Social Media, ja, ist okay. Kommt her, Mezis! Hier, Mietz! Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler! Was? Ah, jetzt haut er ab, Klassiker. So, gut, dann haben wir das. Oh Gott, der spammt jetzt das ganze Ding zu, ich seh's kommen. Missionstechnisch, Yaoi. Ja, wie viel haben wir denn davon? Was, Charakterbogen haben wir einen neuen? Ah, stimmt, der von Dr. Timothy, oder? Ah, nee, ich habe einen neuen Titel. Ich dachte, den von Timmy habe ich schon. Anscheinend nicht. Stufe in 8 Influencer. Und zwar sammle 13 Yaoi-Kunstwerke. Müssen wir noch machen. 12 unterschiedliche Toiletten. Müssen wir noch ein bisschen was auch schaffen. Ich wollte jetzt mal noch kurz beim Rathaus vorbeischauen, ob wir da irgendwas machen können. Und ansonsten haben wir noch das DLC. Ich denke, das will ich jetzt mal noch vorher machen. Das ist machen. Doch der furzende Selbstjustizler. Nicht, dass ich auszusehen die Hauptmission schon durch habe. Wer will, wer mag, ja, sorry, ich muss jetzt durch. Komm, machen wir euch fertig schnell. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Zeig ihnen, was du drauf hast. Boah, macht immer an zwei Leuten Schaden. Das tat weh. Ja, so soll es auch sein. Ist das du nicht? Dann habe ich dir auf die Fresse. Dann habe ich dir auf die Fresse. Mach ich die auf die Fresse. Von der Arsch gibt buchstäblich Gas! So. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Zeig keine Schwäche! Mach ich nicht, keine Sorge.
Dann mal los! Diabetes! Der ist auch weg. Ha, gut gemacht! Ja, also. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Alles, Kinderfamilie. Ja. Lass dich da von deinem Freund passieren. Ich bin wieder da! Oh nein. Oh, wo ist meine antiseptische Nasencreme? Ja, geh wieder, komm. Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Wäre auch voll schön, wenn der gegen mich kämpfen würde. Angriff aus dem Hinterhalt! Das habe ich kaum gesehen. Wow. Mach sie glatt! Glatt, glatt, was auch immer. Ich hab was für dich. Ah, du hast eine Art, die richtig geil anzupissen. Jetzt setzt's was. Sollte das beenden? Ah, nee. Nicht ganz. Aber immer noch so stark Schaden. Ja, komm. Captain Diabetes ist kampfbereit. Ja. Die Freedom Pearls gewinnen wieder. Oder so. Ja, also es war jetzt auch nicht schwer. Also, ja, wie gesagt, das ist halt keine Herausforderung mehr. So, es geht nie ab. Wir sollten in South Park alle Menschen aufnehmen, die keine kompletten Arschlöcher sind. Die Bürgermeisterin dankt dir, furzender Selbstjustizler. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Keine Ahnung. Gut. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Aber ja, ich nehme gern an Social-Media-Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. So wichtig. Warte mal, hier so ein... Zum Glück sieht man mein Gesicht nicht, sonst wüssten die ja, wer ich bin. Prima. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Klar. Ja. Jensen, ah ja. So. Im Namen des Bürgermeisterbüros, vielen Dank für deine Hilfe. Das wird schon gelootet, hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Gangster, Messdealer, furzende Selbstjustizler. Ich könnte eine Kiste Riesling exen. Haben Sie sich verdient, Ma'am. Eine Kiste Riesling, ah. War denn eine Kiste Riesling sind normalerweise, also eine Kiste Wein, das sind 6 Flaschen, wenn ich es richtig im Kopf habe. 6 Flaschen Wein, 1 Liter. Ja, kann man mal machen, so. Okay, also wir können da hochgehen. Moment. Was ist denn das jetzt noch alles? Ah, das ist ja UI-Projekt hier unten. Okay. Wo ist denn die Bushaltestelle? Ist hier. Okay, dann gehen wir da lang und da runter zu uns dann. Ich meine, wir wollen ja schon noch ein bisschen was vom Spiel mitkriegen, nicht nur hier doof rumlaufen. Wir haben ja erst gelootet. Wir könnten noch zu den Raisins gehen, theoretisch. Ich glaube, da können wir noch sehr viele Selfies machen. Aber müssen wir mal gucken. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann aktivieren wir noch das DLC, was ich hier habe. Und ja, dann schauen wir weiter. Ich weiß auch nicht mehr genau, was es ging. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.